Ja, häufig wird ja im Zusammenhang mit Pensionsrückstellung das sogenannte Bilanzsprungrisiko diskutiert. Das Bilanzsprungrisiko, das heißt, es passiert in der Bilanz ein Sprung einer bestimmten Vermögens- bzw. Schuldposition, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Zum Beispiel bei Tod oder bei Invalidität tritt sofort ein höherer Wert an die Stelle der alten Rückstellung. Es kommt zu einem dramatischen, in der Regel meist Bilanzsprung. Der höhere BU-Wert oder der entsprechende Witwenrentenbarwert, der zugeführt werden kann oder zugeführt werden muss und der möglicherweise, wenn keine entsprechende Rückdeckung ist, in der Bilanz zu einer Überschuldung führt oder führen kann. Ein Bilanzsprung, der oft wenig diskutiert und wenig bekannt ist, ist das sogenannte Auflösungsrisiko. Auflösungsrisiko heißt, wenn die Rückstellung, die schon in der Rentenbezugsphase ihren Verlauf hat, sich dramatisch ändert, zum Beispiel durch den Tod des Rentenberechtigten, haben wir hier eine sehr hohe Auflösung, einen sehr hohen Ertrag, der letztendlich auch zu versteuern ist, ohne dass von außen irgendein Zufluss kommt. Also es gibt viele Fälle, da ist das Zahlen der Rente wesentlich komfortabler, wesentlich bequemer, wesentlich leichter finanzierbar als letztendlich die plötzliche Auflösung durch den Tod und die entsprechende Steuerzahlung, die damit ausgelöst wird. Und je höher zum Beispiel eine Rentendynamik, 2 oder 3% in der Rückstellung ist, desto flacher verläuft die Rückstellungskurve, was endlich dazu führt, dass sich die Rückstellung noch langsam auflöst und dass die sogenannte Auflösung dann noch schwieriger wird, das heißt zu noch höheren Ertrag, auch im hohen Alter mit 90, 95 Jahren noch führt und es wird in der Regel unterschätzt. Eine Möglichkeit, wie man dieses Risiko minimieren kann, ist die sogenannte Rentnerauslagerung auf eine pauschal dotierte Unterstützungskasse. Hier wird die Rückstellung aufgelöst und es wird eine entsprechende Zuführung an die Unterstützungskasse gemacht. Die Zuführung muss nicht liquide fließen, sondern es reicht hier ein sogenannter Belegtausch, einfach dass ein Darlehen ausgestellt wird, also dass das Unternehmen der Unterstützungskasse diese Beträge schuldet. Und wenn dann ein Todesfall eintritt, kommt es zu keiner Rückstellungsauflösung, das Darlehen bleibt unverändert und es kommt auch zu keiner Steuerzahlung. Die Steuerzahlung ist ja wesentlich besser planbar, gestaltbar und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man nach so einem Todesfall verfahren kann. Entweder man macht zum Beispiel Entgeltumwandlung und nutzt dafür das vorhandene, im steuerfreien Raum vorhandene Vermögen. Oder man macht eine Versorgungszusage an die nächste Generation, an den nächsten Geschäftsführer, an Mitarbeiter oder Ähnliches. Oder führt es auch in das Unternehmen zurück mit der Folge, dass es dann koordiniert versteuert wird.